Jetzt komm schon, Mann. Lass uns rein. Wir können was zu Curry, was zu Fritten holen. Bitte. Richard Nolan? Auch das noch. Yo. Faye, ich hab dich kaum wiedererkannt. Da ist aber einer mutig. Dachte, hier verendet nur der Auswurf des Technokapitalismus. Oder wie war das noch? In deiner Recherche damals. Tut mir leid, Faye. Ich hab's ein bisschen eilig. Ha! Wer bist denn du? Da. Smäh. Sekunde, da kommt jemand. Ey, Mann, bist du Neverlander? Brauchst ein Starter-Pack? Ich kann dir alles besorgen. Häuser, Titel, Flügel. Verkaufen sie auch Real-Life-Sachen? Real-Life? Na, wenn du drauf stehst. Bei mir kriegst du alles. Was brauchst du denn? Ja, irgendein Noob. Ich klink mich kurz aus. Ich überlege noch, okay? Was? It anonymiser pro do you by Jeff. Jeff. Wo hast du denn Tracy gelassen? Okay. Faye? Schnauze! So. Lass mich rein, Mann. Moment, du nicht. Wieso nicht? Der Laden ist nicht für dich. Ich komme schon zurecht. Meinst du, ja? Hast du einen Code oder einen Companion-Code? Dachte ich mir. Geh nach Hause zu deiner Familie. Woher weißt du, dass ich eine Familie habe? Ich hatte mal eine. Gast. Sorry. Hat einer von euch einen Companion-Code für mich? Oh, bestimmt nicht für dich, Alter. Alter, was habt ihr denn? Auch irgendwas mit Chef. Die Faschos stürmen heute noch. Jede Wette. Seien Sie ruhig. Ich bin vorbereitet. Ich brauche einen Companion-Code. Oh, das tut mir aber leid. Stehst du draußen? Kein Companion-Code? Hab schon versucht, Mina zu erreichen. Alle Signale sind unterbrochen. Ach, Mina ist im Club? Mina ist immer im Club. Moment, ja? Der Typ ist zurück. Ich brauche einen Companion-Code. Schön. Gib mir deine ID und ich schicke morgen... Ich brauche ihn jetzt. Egal. Was soll's? Sie haben Empfang? Sicher. Wie machen Sie das? Wizard. Kann ich dir besorgen. Ist aber nicht ganz legal. Schon klar. Wie viel? 900. 900? Davon kann ich einen Monat leben. Hier sind überall Drohnen, Mann. Solche Geschäfte macht man in Neverland. Na schon. Abgemacht. Und hier ist dein Wizard. Danke, Mann. Okay. Mina war's. Derzeit sind alle Signale innerhalb von Sektor 36 unterbrochen. Verdammt. Kein Empfang. Ich dachte... Ich habe irgendetwas... Was? Ist das mein Wizard? Oh mein Gott! Ich kann hier runter machen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Seid ihr bescheuert! Was soll ich denn da machen? Nice! Da hinten los! Richard? Hi, Mina! Ist ja ein Ding! Wie komme ich zu der Ehre? Ist Tracy auch da? Nein. Ist was passiert? Nein, alles in Ordnung. Wow,
Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir beide chatten. Hör mal, Mina. Ich will im Club ein paar Leute treffen. Du hast keinen Companion Code. Ich schick dir einen. Du triffst dich drinnen beim Eingang. Entschuldigung. Neue Daten von unbekannt. Ich hab mich verschluckt. Ich hab einen Code. Mein Companion Code. Was ist innen her? Dann rein da. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Aber danke, Mann. Cyber Rush. Hello, Ellen. Ellen. Hello. 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 Was ist das denn für ein Club? Der ist ja mal gar nicht clubig. Hier sind Leute erschossen worden. Ruft die Polizei. Komme ich hier rein? Hier lang, da ist grün. Grünes Licht. Grünes Licht ist gut. Mina! Richard Nolan im Doomsday. Tracy würde dich umbringen. Du musst es ihr ja nicht erzählen. Sie meldet sich ja sowieso nie. Mina. Nein, ist okay. Ich verstehe das. Familie, Kinder. Die letzte Zeit war nicht leicht für Tracy. Ach, hör auf. Bei Jennifer ruft sie an. Arbeitet sie denn noch für Booty? Ihr habt euch wirklich länger nicht gesehen. Erstmal, wie geht's dir? Wie geht's dir denn? Stress. Nächste Woche wieder 3 Shows. Ich werde noch wahnsinnig. Tatsächlich? Für die großen Designer? Immer ganz vorne mit dabei. Nicht schlecht. Da ist Tracy bestimmt neidisch, hm? Du bist jetzt öfter hier, was? Naja, warum nicht? Ich habe hier alles, was ich brauche. Methylin und Schnaps? Du warst schon mal charmanter, Richard. Ich suche einen gewissen Jeff. Kosowski oder so ähnlich. Kosowski? Oh Gott. Was willst du denn von dem? Ich will ihn nur mal kennenlernen. Aha. Na, wenn du das brauchst, frag Luisa hinter der Bar. Die steht auf solche Typen. Richard, warte mal. Was denn? Nimmt Tracy noch? Du weißt schon. Nein, weiß ich nicht. Jetzt guck nicht so. Ich brauch halt meine kleinen Träume. Ich kann dir da wirklich nicht helfen, Nina. Dann gib mir wenigstens ein paar Credits. Ich bin total abgebrannt. Wie kann das denn sein? Danke. Du bist super. Sag mal, du kommst jetzt öfter, oder? Mal eine Auszeit vom Familienleben? Tut doch sicher gut. Ja, das ist ein Klo. Die Ironie ist... Oh mein Gott, es ist ganz schön laut. Warte, ich muss mal ganz leise machen. Die Ironie ist, Männertoiletten sind in der Regel immer viel sauberer als die von Frauen. Ich hab... Da rein. Ich hab keine Ahnung, wie viel Credits ich brauche. Ich hab einfach kein Geld hier. Kian, was ist los? Nina. Bist du gebeamt? Karl! Verzieh dich. Ich glaube, ich muss nach unten. Okay. Ihr macht das alles wunderbar. Die austrinken. Ich hab noch Eier gekauft. Nach unten, aber da ist Mina. Ich habe der jetzt aber auch nur Geld gegeben, weil die uns so einen Code gegeben hat.
Aber sonst keine Macht in Drogen. Da bin ich hart. Ich habe noch nie wirklich Drogen. Okay. Ich habe Alkohol getrunken. Das gehört ja eigentlich auch zu Drogen. Aber so illegale Drogen habe ich nie genommen. Werde ich auch nie. Und du? Bier. Ein Bier bitte. Kommt sofort. Hey, du siehst aus wie Richard Nolan. Ja, das höre ich öfter. Da werd ich drauf. Verdammt ähnlich. Aber der war jünger, oder? Wer? Nolan oder ich? Nolan war doch super. Dronegate, weißt du das nicht mehr? Das war wichtig. Das war vor 10 Jahren. Was? Arkham. Vielleicht können Sie mir helfen. Ich suche jemanden. Einen gewissen Jeff. Jeff? Jeder kennt... Es gibt hier keinen Jeff. Ich habe gehört, er ist öfter hier. Sag mal, wie heißt du noch gleich? Richard Nolan. Humor hat er ja. Vielleicht trinken wir erstmal was. Ach nein, die Tour kenne ich noch gar nicht. Der Spitzel will mir einen ausgeben. Was sagst du dazu? Ich habe einen anderen Vorschlag, Mann. Du trinkst aus und verziehst dich. Ich habe vorhin lauter gemacht und jetzt ist es wieder zu laut auf mein Ohr. Bei dir wahrscheinlich jetzt nicht. Wer bist du? Mann in Schwarz. Okay. Ich muss einmal noch mal ganz kurz hier durchgucken, bevor ich jetzt hier weiterrede und hier gleich die Hölle ausbricht. Okay. Hier ist sonst nichts. Ich war schon ewig nicht mal feiern. Also jetzt wegen Corona sowieso nicht, aber so in einem Club. Warum war ich das letzte Mal in einem Club? Also wir haben noch 2020 und ich glaube 2013 oder 10 war ich das letzte Mal in einem Club. Gut möglich. Hey. Was ist mit Jeff? Wieso triffst du dich? Okay, Richard Nolan. Ich sag dir jetzt mal was. In diesem Laden stellst du besser keine dummen Fragen. Entweder du kennst die Leute oder du kennst sie nicht. Alles klar? Ich würde nicht fragen, wenn es nicht wichtig wäre. Wenn es wichtig wäre, würdest du Jeff kennen. Können wir den vielleicht irgendwie beseitigen? Wer bist du? Bist du vielleicht Jeff? Nein. Okay, können wir den irgendwie loswerden? Ich frage aus purem Interesse der Freude. Mina, helf uns! Super, Mina! Und? Hast du Spaß? Du hast nicht zufällig den Kontakt von der Barfrau. Von Luisa? Was hast du denn vor? Ich will nur mit ihr reden. Ja, na klar. Ich schicke ihn dir. Gegen ein paar Credits, okay? Bearbeitungsgebühren und so. Ich habe dir was überwiesen. Du bist ein Schatz. Ich schicke dir Luisas Daten. Was? 30 Credits? Ernsthaft? Ich bin nicht dein Dealer, Mina. Gott. Nicht dein Dealer, Mina. Kein Wunder, dass du Frauen nur rumkriegst, wenn sie high sind. Ja, aber willst du mal nicht übertreiben, ne? Ganz schön hartnäckig. Hören Sie, ich bin kein Spitzel. Aber ich muss mit Jeff reden. Was ist denn so dringend? Das werde ich ihm selbst sagen. So läuft das nicht, Süßer. Du musst schon... Na schön. Er erzählt, dass ich tot bin. Tot? Ja, richtig. Ich würde ihn gern mal sprechen, das wird... So läuft das nicht. Stimmt. Du musst schon... Was? Hey. Wer sind Sie? Nicht so wichtig. Geht zur Schaltzentrale für die Lightshow. Ebene 2. Was? Ich melde mich wieder. Was? Was? Wer bist du denn? Wir müssen die Suchdrohnen loswerden. Dann können wir reden. Wo sind Sie denn? Da!
Ja. Noch einer? Wo denn? Gibt's noch mehr? Wo willst du hin? Eine Drohne ist noch aktiv. Wo denn? Die ist über uns. Nee, die ist nicht über uns. Wo ist sie denn? Ach da! Da ist sie doch! Komm mal runter! Ah, so geht das. Ich bin einfach dumm gewesen. Das wird dir zu Hause niemand glauben. Komm rauf in meine Lounge. Karl lässt dich durch. Das ist aber interessant. Du suchst deine Familie, ja? Woher wissen Sie davon? Man hört so dies und das. Ich muss mit Jeff Kosowski reden. Das wollen manche. Richard Nolan? Der bin ich. Und du bist Jeff, ja? Was zum Teufel? Du bist tot, Mann! Ja, davon habe ich gehört. Wie hast du das überlebt? Wie hast du es geschafft, aus dem Gebäude zu kommen? Da war alles voll mit Bots und Drohnen. Ich glaube, erstmal habe ich ein paar Fragen. Das gibt's doch nicht. Wahrscheinlich ist es genau während des Uploads passiert. Das ist ein gravierender Eingriff. Dein Geist müsste da oben sein. Zumindest solltest du im Koma liegen. Wovon redest du? Ich will jetzt sofort wissen, was hier los ist. Erst muss ich mit ein paar Leuten sprechen. Ich will's jetzt wissen! Ich will es jetzt wissen. Hey, hey. Kein Grund rumzuschreien, okay? Also, okay. Richard. Nach unseren Informationen bist du vor einer Woche in einer Einrichtung der Kurtz Labs gewesen. Hast du dort recherchiert? Warst du freiwillig da? Ich war nicht in den Kurtz Labs. Ich hatte einen Unfall. Okay. Du weißt von gar nichts. Wir hatten vermutet, dass es irgendwie mit deiner Arbeit zusammenhängt. Erst nach dem Anschlag haben wir herausgefunden, dass du da warst. Ich verstehe kein Wort. Richard, du kennst sicher die Nachrichten. Der Anschlag auf die Kurtz Labs? Ja. Er hat genau das Laborgebäude getroffen, in dem du warst. Ich versichere dir, wir wussten das nicht. Sonst hätten wir... Ich war in keinem Labor. Ich war in einem Cabin Car. Du warst im Gebäude. Wir haben das erst bei der Auswertung herausgefunden. Wir konnten dich tracen. Ihr habt den Anschlag ausgeführt? Und... wieso war ich da? Waren Tracy und James? Okay, Richard, hör zu. Die Kurtz Labs arbeiten an einem Projekt. Wir wissen erst seit kurzem davon. Sie übertragen gewaltige Datenmengen auf unbekannte Server. Jeden Tag. Seit Wochen. Wir glauben, dass sie einen Weg gefunden haben, Gehirne hochzuladen. Gehirne hochzuladen? Also, Mind-Uploads? Richtig. Sie laden Menschen hoch. Vermutlich gegen ihren Willen. Mind-Uploads? Genau das. Und wir glauben, dass sie dich hochgeladen haben. Mich? Ja. Das ist doch verrückt. Ich bin hier. Mhm. Und genau das ist erstaunlich. Teile deiner Daten sind nämlich woanders. Wie woanders? Wo denn? Das wissen wir nicht genau. Es muss ein digitales Konstrukt sein. Wir haben versucht, Kontakt dorthin aufzunehmen. Wir haben die Leitung nachgebaut und selbst einen Mann hochgeladen. Charlie. Die Verbindung zu ihm ist sofort abgebrochen. Danach haben wir versucht, Kontakt zu dir aufzunehmen. Aber ich bin hier! Ja und nein. Es gibt eine Art Kopie von dir. Vermutlich ist sie modifiziert. Eine Kopie? Einen zweiten Richard? Einen zweiten Mann. Wir wissen nicht, wie stark er von dir abweicht und was für Lücken er hat. Im Augenblick versuchen wir, ihm Daten aus deiner Biografie hochzuladen, um die Verbindung zu stabilisieren. Die meisten deiner direkten Daten sind gelöscht, also stützen wir uns auf Material zweiten und dritten Grades. Verwandte, Bekannte, jeder, mit dem du jemals Kontakt hattest. Wie viele Daten habt ihr? Eine Menge, Richard. Aber das ist nur ein Bruchteil von dem, was Kurtz Labs gesammelt hat.
Du brauchst einen Moment, oder? Ich saß in einem Cabin Car. Es hatte einen Unfall. Ich war im Krankenhaus. Nein, Richard. Man hat versucht, dich hochzuladen. Und meine Familie. Sie sind verschwunden. Beide. Hattet ihr Probleme? Schätze schon. Vielleicht haben sie dich verlassen. Vielleicht hast du sie verlassen. Hä? Wie bist du in das Labor gekommen? War das deine Entscheidung? Hast du dem Upload zugestimmt? Ich erinnere mich nicht. Ich erinnere mich nicht. Vielleicht weiß dein alter Ego etwas. Er ist ein Teil von dir. Nimm Kontakt zu ihm auf. Sein Name ist Adam Newman. Ich soll? Wir haben Zugriff auf deine Datensätze. Sie sind verschlüsselt. Man kann sie nicht einsehen. Aber er kann das wahrscheinlich. Wieso? Weil er in einer virtuellen Umgebung ist. Der da... bin ich? Nein. Der da ist ein virtuelles Konstrukt, basierend auf deinen Erinnerungen. Vermutlich kann er sich an dein Leben aber gar nicht erinnern. Das musst du ändern. Wozu? Damit er uns glaubt. Damit er uns hilft, Charlie zu finden. Und deine Familie. Du kriegst dein Leben wieder zusammen und wir wissen, was Kurtz da baut. Ihr. Das heißt Breakpoint. Ich rekonstruiere mein Gedächtnis. Euer Gedächtnis. Okay, ich schätze, das reicht erstmal, oder? Geh jetzt. Und pass auf dich auf. Wie erreiche ich dich? Gar nicht. Ich erreiche dich. Phil gibt dir noch ein paar Spielzeuge mit. Du wirst sie brauchen. Phil. Wir bleiben in Verbindung, Richard. Verlass dich drauf. Jetzt fängt es an, interessant zu werden. Aber ich glaube, es hat gespeichert, oder? Nee, ich möchte erstmal nochmal. Was ist denn hier los? Ha! You wish!